Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind wieder auf dem Adventsengel-Sofa und diesmal mein Gast Mika Springwald. Mika ist nicht nur Sozialarbeiter bei der Caritas im Bistum Osnabrück, sondern auch Künstler. Und es geht heute unter anderem eben um diese beiden Kunstwerke, die du gemacht hast. Mal kurz beschreiben, wen sehen wir? Claudio Pizarro und Nico Santos. So, Mika Pizarro, den habe ich schon ein paar Mal gesehen auf dem Feld bei Werder Bremen, ist ein unheimlicher Sympathieträger. Was für eine Veranstaltung war das, als du ihn getroffen hast? Genau, es sollte vor, eigentlich glaube ich, vor 1,5 Jahren eine Verabschiedung, die Verabschiedung schon stattfinden. Werder Bremen hat sie dann wegen Corona verschoben und jetzt war die Verabschiedung endlich da, das Abschiedsspiel live auch auf Sat.1 und Pizarro hatte dann auch oder war direkt bereit, das Schild mitzunehmen in die Kabine und zu sagen, hier für einen guten Zweck, dann werden wir es auch gut versteigern können. Die Farben, klar, Werder Bremen, Grün und Weiß. Wer steht denn da alles drauf? Also vielleicht Tim Borowski kann ich vielleicht noch entziffern. Wer war denn alles da? Von Naldo bis Ayton, also ehemalige Spieler, es waren auch Spieler, die ihn begleitet haben oder jetzt auch durch seine Tätigkeit bei Bayern München dabei sind, aus der Nationalmannschaft und auch so aus dem Umfeld, aus dem gesellschaftlichen Umfeld sozusagen und aus dem Showbusiness. Wie kommst du überhaupt an die Künstler ran? Das heißt, es ist ja nicht unbedingt einfach, dann an Personen ranzukommen, die, sage ich mal, auf einer Bühne stehen oder die in der ersten Bundesliga spielen. Das hat sich tatsächlich in den Jahren entwickelt, also dass viele Künstler durch ihre Agenturen wissen, dass es diese Charity-Sachen gibt, dass sie selber anfragen, wenn sie in der Nähe sind. Oder ich gezielt Leute kenne, die dann wiederum die Persönlichkeiten anfragen können. Du hast gerade Charity gesagt, also die Bilder malst du ja nicht unbedingt zwingend für dich selber, sondern diese Bilder kommen einem guten Zweck zugute, unter anderem eben in diesem Jahr der Adventsengel-Aktion. Wie läuft das Ganze ab? Das läuft so, dass ich die Bilder quasi, nachdem ich die Genehmigung oder die Erlaubnis habe, dass die Leute das auch unterstützen, dann sprühe ich diese Bilder mit einer Schablonentechnik aus der Street Art und Graffiti-Szene heraus, aufwendige Schablonen schneiden per Hand und dann werden die gesprüht und dann gucke ich dann, dass ich den Leuten quasi ein Treffen ermögliche oder ermöglicht bekomme, um dass sie das signieren können. Jetzt hast du da eine andere Technik, würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest einen anderen Hintergrund benutzt. Das hier sind Verkehrsschilder. Montierst du die nachts in heiligen Aktionen ab? Wie läuft das? Auch das hat sich tatsächlich entwickelt. Früher musste ich die gucken, woher ich sie bekomme. Heutzutage bekomme ich sie tatsächlich zugeschickt, weil ich irgendwann mal recht regelmäßig auf eBay bei einer Person bestellt habe und die hat dann nachgefragt. Dann habe ich kurz erklärt, und das ist eine Baufirma aus Köln und die hat gesagt, für so einen Charity-Zweck einfach sagen, welche Schilder gebraucht werden, wir schicken. Mika, danke schön. Das sind nur zwei Beispiele, meine Damen und Herren, für die Kunst von Mika Springwald. Und Sie können diese Kunstobjekte übrigens ersteigern. Möglichst viel Geld wollen wir damit für unsere Adventsengel-Aktion einsammeln. Gucken Sie einfach mal ins Netz oder auf unsere Seite, United Charity, ganz wichtig, da sind auch dann noch die Beschreibungen dabei. Mika, danke schön, dass du hier bist und wir finden es alle ganz toll, was du mit dieser Technik dann anstellst und vor allem, welche Künstler du zutage förderst. Bis zum nächsten Mal.